Ich sage meinen Kindern, trinkt viel. Das bedeutet, sie müssen viel auf die Toilette gehen. Und wenn der Zustand der Toiletten nicht in Ordnung ist, dann vermeiden Kinder den Toilettengang. Und dann geht es rückläufig, dann trinken sie nicht. Und ich denke, wir konnten uns gerade beim Vor-Ort-Termin davon überzeugen, wie wichtig es ist. Wir haben an der Reaktion der Kinder gesehen, die aus den Toiletten kamen, dass da eine Geruchsbelästigung stattfindet. Und so darf es nicht sein. Ich möchte, dass meine Schüler wirklich mit gutem Gefühl auf die Toilette gehen und nicht aushalten und das erst am Nachmittag machen. Insbesondere im letzten Jahr ist angefangen worden, öffentlich darüber zu diskutieren, dass Kinder nicht mehr zur Toilette gehen mögen, dass die Toiletten in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand sind. Da wird wenig drüber gesprochen, aber es ist viel zu tun. Das Land hatte im letzten Jahr ein Schulsanitärprogramm aufgelegt, 10 Millionen Euro. Ratzfatz waren die weg. Wir haben gesehen, wie groß der Bedarf ist, in den Schulen in Schleswig-Holstein die Toiletten zu sanieren. Jetzt wollen wir ein neues Programm auflegen, noch einmal 7,5 Millionen Euro. Und hier in der Schule habe ich einfach gesehen, gerochen, mit den Kindern diskutiert, wie wichtig es ist, dass die Kinder saubere Toiletten haben, zur Toilette gehen mögen und auch gemeinsam mit den Lehrern, Lehrerinnen ein pädagogisches Konzept mit den Kindern erarbeitet wird, damit die einmal sanierte Toilette auch sauber und möglichst geruchsfrei bleibt. Mir wurde gesagt, und darauf kann ich mich ja nur verlassen, dass innerhalb der nächsten 2 Monate die Jungstoiletten fertiggestellt sein sollen. Das ist doch schon ein toller, überschaubarer Zeitraum.